Julia, vor 100 Jahren hat jemand die wundervolle Idee gehabt, einen Anwaltsgehilfen zu erfinden. Wieso benutzen wir ihn nicht, um über die Staatsgrenzen hinausgehende Informationen zu bekommen? Was soll denn die Frage, wer ist wir? Ich dachte, ich hätte dir klargemacht, dass du nicht allein in der Firma bist. Warum machen wir nicht Nägel mit Köpfen? Übrigens, wie geht's Johnny? Ist dein Hals in Ordnung? Schön. Und was ist mit dir? Sag mal, hast du dich endlich dazu durchgerungen, dir von mir bei der Arbeit helfen zu lassen? Was soll ich? Hör zu, ich höre auf zu bohren, wenn du anfängst, dich zu schonen, ja? Tja, also gut, wir sehen uns. Bis bald. Oh, guten Morgen, Victoria. Guten Morgen. Ich habe verschlafen. Wieso hast du mich nicht geweckt? Ich dachte, du hättest es nötiger, dich auszuruhen, als mir am Morgen weichgekochte Eier zu servieren. Ja. Du bist wirklich sehr rücksichtsvoll Frauen gegenüber. War das Julia eben am Telefon, um die du so besorgt warst? Histogramm der Gruppenantwort der Einkommenszielgruppe auf den 3-Produkte-Test. Geordnet nach Alter, Einkommensfaktor auf der X-Achse und der Populationsverteilung auf der Y-Achse. Keine leichte Lektüre. Guten Morgen, Jeffrey. Guten Morgen. Schön, dass Sie schon an der Arbeit sitzen. Die Diagramme, Tabellen und Berichte sind die neuesten, die wir bekommen konnten. Wenn Sie sie durchstöbern, nehmen Sie sich Zeit, sie zu verdauen. Ja. Sie verschaffen Ihnen den besten Überblick über die Delta Pharmazeutika. Oh ja, das sehe ich. Ja, alles klar. Na ja, Dr. Niklas war so enthusiastisch, was Ihre Fähigkeiten betrifft, dass ich sicher bin, dass Sie keine ernsthaften Probleme haben werden. Aber dennoch, da Sie neu auf dem Gebiet sind, möchte ich Sie bitten, falls irgendwelche Fragen auftauchen, sich an mich zu wenden. Dafür bin ich da. Danke sehr, Mr. Osman. Sehr freundlich von Ihnen. Ich habe da wirklich noch eine Frage. Mir ist der Begriff Histogramm nicht geläufig. Können Sie mir das vielleicht erklären? Sicher. Histogramm ist einfach eine andere Bezeichnung für dreidimensionale Strichtabellen. Ah, dreidimensional. Verstehe. Alles klar. Aber belasten Sie sich nicht mit dem trockenen Zeug. Ich habe die Einzelheiten, was die Kosmetikserie angeht. Wir müssen einen absolut treffsicheren KZP entwickeln. Wie bitte? Was meinen Sie? Kaufzielpunkt. Einen Reklameentwurf. Also, wenn Sie sich all diese Details hier ansehen, wissen Sie, was auf Sie zukommen wird. Und als Brite werden Sie einen neuen Blickwinkel entwickeln. Und das genau braucht Delta. Tja, wissen Sie, eigentlich hatte ich mehr daran gedacht, meine Bemühungen auf den Vertrieb von neuen Wundermitteln zu konzentrieren. Gar nicht schlecht, Ihr Ehrgeiz. Entschuldigen Sie mich, Jeffrey, aber ich muss einen neuen Mitarbeiter begrüßen. Aber möglicherweise können wir uns später nochmal treffen und ganz neue Konzepte entwickeln. Toll, dass Sie an Bord gekommen sind. Tja, Kaufzielpunkt. Hallo, Mr. Osmond. Willkommen bei Delta Pharmazeutika, Miss Capwell. Auch nie daran satt sehen. Ich habe über uns nachgedacht und mich gefragt, wieso wir so glücklich sind. Weißt du, ich würde glatt behaupten, heute ist einer der schönsten Tage in unserem Leben. Und wenn es jetzt nach mir ginge, würde ich behaupten, es ist der schönste. Wirklich nett von dir, dass du ihr hilfst. Naja, sie übertreibt hin und wieder. Ich mache mir Sorgen um sie. Ah, wie schön für sie, dass sie dich hat. Sag mal, ärgert dich das, dass ich ihr ab und zu helfe? Mason, Julia ist schwanger und sie ist allein. Ich kann mich in ihre Situation hineinversetzen. Aber was ich nicht verstehe, ist, dass sie immer zusätzlich um Arbeit bittet, um sie dann auf deine Schultern abzuwälzen. Das Einzige, was ich dabei investiere, ist ein bisschen von meiner Zeit. Wir haben doch jetzt schon kaum noch Zeit füreinander. Victoria, die Situation wird nicht immer so bleiben. Julia hat bemerkenswert gute Arbeit für die Firma geleistet. Und als einer ihrer Partner fühle ich eine gewisse Verpflichtung, ihr zu helfen. Dagegen ist nichts zu sagen. Weißt du, ich habe gehofft, wir beide könnten heute vielleicht Babymöbel angucken gehen. Heute ist der letzte Tag. Wir hatten doch darüber gesprochen. Ja, aber dummerweise habe ich heute überhaupt keine Zeit. Tut mir leid. Offensichtlich war Julia schneller.
Wir könnten doch nächste Woche gehen, wenn du willst. Ausverkauf oder nicht? Hm? Na, wie sieht's aus? Wie es aussieht, habe ich keine Wahl. Oh, weißt du, Tori, wir könnten doch heute Abend in diesem neuen französischen Restaurant essen gehen. Das hatten wir schon lange mal vor. Le Valois. Ich weiß ja, dass Chateaubriand und Kaviar auf gar keinen Fall mit Kinderwagen konkurrieren können, aber ich würde mich über einen romantischen Abend mit meiner Frau freuen. Na, bist du einverstanden? Nun, ich würde sagen, du hast mich überzeugt. Gut, dann bestelle ich schon mal einen Tisch. So gegen 7? Ja, 7 ist gut. Ich hole dich ab. Ja gut, aber da das Restaurant auf dem Weg zum Büro liegt, könnten wir uns doch dort treffen. Was hältst du davon? Wunderbar. Du hast mir den Tag gerettet. Ja, bitte? Ich habe zwar keinen Termin, aber wenn Sie ein paar Minuten Zeit hätten... Dr. Niklas, Sie habe ich nun wirklich nicht erwartet. Ich bin nicht hier, um Sie auszuspionieren. Wirklich nicht. Ich habe ein Treffen mit dem Delta-Vorstand. Sie haben mir ein Angebot für den Impfstoff gemacht. Das ist ja fantastisch. Ja, jetzt brauchen wir nur noch die Lizenz und das wär's. Und? Nehmen Sie das Angebot an? Meine Frage ist nicht ohne Eigennutz, verstehen Sie? Tja, wissen Sie, ich würde gern an dem Projekt weiterarbeiten, wenn es irgendwie möglich ist. Selbstverständlich werden Sie dabei sein, solange ich was zu sagen habe. Und ob ich annehme oder nicht, kommt auf die Angebote an. Was ist denn das alles hier? Das müssen Sie doch nicht etwa lesen. Tja, und leider auch auswendig lernen. Und ich hoffe, Sie lernen schnell. Normalerweise schon, aber mein neuer Boss, Mr. Osmond, hat mich auf eine dieser verrückten neuen Kosmetikserien angesetzt. Ah. Ich versuche schon, den Dreh zu kriegen, in Richtung Werbeslogans und Etikettenentwürfe. Aber nach unserer Arbeit kommt einem das wie Sandkastenspiele vor. Nicht, dass Sie jetzt vielleicht den Eindruck haben, ich sei undankbar. Nein, nicht doch, ich bitte Sie. Ich find's hervorragend, dass Sie hier am Ball sind. Was ist denn das? Keine Ahnung, möglicherweise irgendwelche Bauarbeiten. Sehen Sie mal, Dr. Niklas, das müssen Sie sich ansehen. Wie zum Beispiel 14-Jährige bis 18-Jährige Eyeliner tragen, Jungen und Mädchen. Das geht einem wirklich auf die Nerven. Was denken die sich eigentlich? Hey, aufhören! Ich glaube, wer immer das war, hat sie jetzt verstanden. Ich glaube, hier will mir jemand eine Botschaft übermitteln. Da scheint mir hier ein Morsecode zu sein, etwa wie... Fahr zur Hölle! Oh, entschuldigen Sie mich, ich bin gleich wieder da. Jeffrey, bleiben Sie ruhig. Ist das nicht heute Ihr erster Tag? Keine Angst, ich werde mich wie ein Geschäftsmann benehmen. Ich walze dem Blödmann nur Platz. Wie Sie machen. Sharon sagte, ihr letzter Termin sei vorbei. Ich wusste nicht, dass sie dich noch erwartet. Ich habe nur versucht, mir Notizen zu machen über das, worüber wir gesprochen hatten, weißt du? Oh, das ist wirklich eine gute Idee. Daran habe ich überhaupt noch nicht gedacht. Ich glaube, das mache ich das nächste Mal auch. Sie sagt so viele Sachen, die man leicht vergisst. Ja, ich weiß. Wir vergessen alle mal was. Du bist hier jetzt dran, also gehe ich wohl. Nein, ist schon okay. Ich wollte nur mit Sharon über eine Sache sprechen, die sie schon... vor einiger Zeit vorgeschlagen hat. Eine Gruppentherapie. So direkt hat sie das nicht gesagt, aber ich habe viel darüber nachgedacht. Und obwohl mir die Sache nicht geheuer ist sogar noch untertrieben, aber wenn es uns voranbringen würde, dann wäre ich dazu bereit. Was denkst du? Ich glaube, das musst du ganz für dich allein entscheiden, Ted. Okay, war ja auch nur so ein Gedanke. Aber wenn ich wirklich reingehen würde, würdest du dann mitgehen? Ich meine, in dieselbe Gruppe? Ted, ich denke, es wäre wirklich schwer für uns unbefangen zu reden, wenn wir in derselben Gruppe wären. Also weißt du, du redest doch auch unbefangen mit Sharon, dabei kennst du sie gar nicht, sie ist eine völlig Fremde. Nun, sie wird aber auch nicht böse oder ärgerlich, wenn ich ihr meine wahren Gefühle oder Gedanken sage. Und wie steht's denn mit dir? Würdest du mir offen sagen können, was du Sharon erzählst? Weißt du, eigentlich kann ich mit niemandem offen reden. Ja, wahrscheinlich ist es besser, wenn jeder von uns allein geht. Ich dachte nur, vielleicht würden wir die Sache so beschleunigen und schneller wieder zusammenkommen. Ja, das wäre schön. Ach, Ted, du weißt, wie sehr ich wünsche, dass wir beide wieder zusammen sein können. Wenn wir uns jetzt die Zeit nehmen, aufeinander zu warten, dann wird uns das vielleicht helfen, später ein ganzes Leben zusammen zu sein. Was meinst du?
Weißt du, ich glaube, mir fallen einfach keine Entschuldigungen mehr hierzu ein. Ein oder zwei würden mir noch einfallen. Ich bitte dich, ich muss doch halbwegs pünktlich bei der Arbeit sein. Ich will mir demnächst 2 Wochen frei nehmen. Machst du Ferien oder was soll das heißen? Na, hör mal, ich werde heiraten, weißt du das nicht? Nein, du hast kein Wort erwähnt. Sag mal, wer ist denn die Glückliche? Das ist mein Geheimnis, Eden. Aber wenn du nächste Woche in die Wasatchberge nach Utah kommst, kann ich sie dir vielleicht vorstellen. Möglicherweise tue ich das sogar. Du bist echt verrückt. Warte nur, bis ich dich allein in der Hütte habe, meilenweit entfernt von der Zivilisation, in totaler Isolation. Totale Isolation? Ja, wir sind ganz allein. Keine störenden Anrufe, keine Freunde, die etwas brauchen, keine Familie, die Probleme lösen will, keine mitternächtlichen Anrufe vom Revier. Nein, nur du und ich, mein Schatz. Hältst du das aus? Ich denke schon. Ich halte es aus. Das wirst du müssen. Ich sag dir, ich werde 4 Dinge tun. Erstens die Reservierung für den Flug nach Salt Lake City. Zweitens ein Fahrrad besorgen. Naja, und die Hütte für die Flitterwochen. Ach so, und da war noch was. Ein Charterflug von Salt Lake City in die Berge. Lass mich das machen. So weiß ich wenigstens, dass wir auch ankommen werden. Okay, okay. Dein Job. Also schön, ich werde gehen. Falls du trotzdem noch irgendwelche Zweifel haben solltest. Ich meine, falls dir einfällt, dass du deine Familie dabei haben willst, oder... Du bist meine Familie. Und ich möchte nur dich, und zwar ganz allein bei mir haben. Bist du sicher? Ganz sicher, was ja, du da sagst? Ja, ich bin sicher. Sie werden das schon verstehen. Und diesmal werde ich es so machen, wie ich es für richtig halte. Und das heißt, dass wir hier weg müssen. Weg von dem Stress des Alltags. Ich weiß doch, wie sehr du an deiner Arbeit hängst. Nein, nein. Und bevor du dich für deine Arbeit entscheidest, anstatt für mich, da... Nein, 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 jetzt hör auf. Ich muss zu meiner Arbeit. So, jetzt gehe ich aber endgültig. Na gut. Baby, ich wollte dir noch eins sagen. Tja, also, weißt du, ich glaube, mit dir allein wird es wunderbar werden. Aber jetzt muss ich wirklich gehen. Das glaube ich auch. Sag mal, wollen wir uns nicht nachher treffen und zusammen essen? Meinetwegen, gute Idee. Wir sehen uns dann im Restaurant um 5, ja? Ist mir recht, okay. So, jetzt muss ich los. Pass auf, Baby, einen Tipp noch. Nimm den Kalender und mach Kreuze von heute an bis zu dem Tag, an dem wir abfahren. Dann ist es nicht mehr so, als wäre es nur ein Traum, okay? Na, was hältst du davon? Hm? Bis nachher. Mr. und Mrs. Castillo und ihre Flitterwochen in den Wolken. Bis gleich. Julia, du solltest dich ein bisschen mehr schonen. Ja, sobald ich unter dieser Aktenlawine hervorgekrochen bin. So kommst du in diesem Geschäft niemals nach oben. Du musst unbedingt lernen, dich etwas zu zügeln. Bitte bemuttere mich nicht so. Wenn ich es nicht tue, wer macht es denn sonst? Ja, bitte? Oh, ich hoffe, ich komme nicht ungelegen. Ihre Sekretärin war nicht da. Komm rein. Ganz und gar nicht. Kommen Sie herein. Geht es Ihnen gut? Ich will wissen, wie ich verhindern kann, dass ich bei der Verhandlung von Brick aussagen muss. Ich muss Sie enttäuschen, Haley. Der Staatsanwalt will Sie unter allen Umständen vorladen. Julia, ganz ehrlich, ich könnte ihn gar nicht identifizieren. Ich habe Angst, dass man mir die Worte im Mund verdreht und ich will nicht für seine Verurteilung verantwortlich sein. Also, Haley, passen Sie auf. An Ihrer Stelle würde ich erstens alles tun, was in meiner Macht steht, dass Brick nicht verurteilt wird, denn ich glaube, dass er unschuldig ist. Zweitens spricht für ihn, dass Sie weder seine Stimme noch sein Gesicht erkennen konnten. Und drittens hängt der Prozess von vielen anderen Faktoren ab und nicht nur von Ihrer Aussage. Ich kann es nicht. Ich wünschte, ich würde den Angeklagten gar nicht kennen und die Sache wäre schon vorbei. Ich will ganz einfach niemanden zu Unrecht beschuldigen. Wie läuft es denn eigentlich so mit Gina, Ellie? Was soll ich sagen? Ich habe das Gefühl, ich werde unabhängiger. Ich lerne, selbstständiger zu sein. Das freut mich für dich. Weitet sich die neue Unabhängigkeit auch auf die Beziehung mit Ted aus? Nein, ich vermisse ihn wirklich sehr. Doch solange ich so labil bin, hat es keinen Sinn, wieder mit Ted zusammenzuziehen. Ich weiß genau, was Sie meinen. Und ich kann es Ihnen ziemlich gut nachfühlen. Danke, Sharon. Bis zum nächsten Mal. Na, der will wohl nicht so richtig, was? Wieso probieren Sie nicht eine andere Sorte? Die ist leer. Ist ein Versuch wert. Soll ich es nicht mal versuchen? Vielleicht geht's. Nein, danke.
Hören Sie auf, ich kann gar nicht mit ansehen, wie Sie Ihr ganzes Geld verschwenden. Ich hab da mehr Glück. Lassen Sie mal einen Profi ran. Na, sehen Sie, es geht doch. Na, vielleicht kommt noch mehr raus. Ja. Na also, wer sagt's denn? Ich hab den Jackpot geknackt. Hier für Sie. Nehmen Sie, es ist doch Ihr Geld. Sagen Sie, gehen Sie zu Sharon? Ich mache auch eine Therapie bei ihr. Sehen Sie mich bitte nicht so ängstlich an und nehmen Sie das Geld. Und viel Glück. Ist ja wirklich nicht zu fassen. Irgendjemand fing plötzlich an, die Wand zu bearbeiten, ohne daran zu denken, dass nebenan gearbeitet werden könnte. Und wer ist das? Ein nicht denkender, rücksichtsloser Mensch. Was sagst du dazu, Kelly? Ja, du hast völlig recht. Ich hätte mich vorher vergewissern sollen, dass ich auch niemanden störe. Es tut mir leid. Dr. Nicholas, guten Morgen. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Es freut mich auch, Sie wiederzusehen. Also, wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich würde gern weitermachen. Augenblick mal, ist das alles, was du zu sagen hast? Was möchtest du denn noch, Ed? Ich will, dass du mir sagst, was du hier zu tun hast. Ich arbeite hier, Jeffrey. Also, das gibt's doch nicht. Ich hab dir gestern Abend erzählt, dass ich hier arbeite. Nein. Du hast mir erzählt, dass du einen neuen Job hast. Du hast mir nicht erzählt, wo. Ich bin genauso unangenehm überrascht wie du. Das gibt es nicht. Einer von uns muss gehen. Du oder ich. Ich werde nirgendwo hingehen, Jeffrey. Du bist ein freier Mann. Da ist die Tür. Weißt du, das mag ja für dich ein Spielchen sein, Kelly. Doch für mich, meine Gute, ist es eine wichtige Chance. Ich weiß, du hörst es nicht gerne, aber ich habe ebenfalls vor, Karriere zu machen und vorwärts zu kommen. Kannst du das nicht irgendwo anders tun? Nein. Ich habe ein besonderes Interesse an dieser Firma, da sie bald meinem Vater gehören wird. Was? C.C. Capwell kauft Data Pharmazeutica? Mr. Nicholas, wussten Sie was davon? Nein, das höre ich zum ersten Mal. Vielleicht gibt man es jetzt in der Konferenz bekannt. Das ist ja unglaublich. Ah, dann kann ich mir ja gleich eine neue Stelle suchen. Immer mit der Ruhe, warten Sie erstmal ab, was passiert. Vielleicht wird der neue Vorstand gar nichts ändern wollen. Kellys Position ist dagegen etwas sicherer. Aber auch nur, wenn ich gut bin. Ich werde jetzt zur Konferenz gehen. Ich hoffe, dass für Sie beide der Tag etwas ruhiger verlaufen wird. Ja. Weißt du, irgendwie kann ich nicht glauben, dass das nur ein reiner Zufall ist. Denkst du, ich hätte meinen Vater aufgefordert, die Firma zu kaufen, um dich zu kaufen? Ich weiß nicht, was hier los ist. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich dich treffe, wo ich auch hingehe. Nein, zugegeben, manchmal habe ich es absichtlich getan. Diesmal war es keine Absicht. Was ist das? Ist das der Franken, den ich dir gestern gegeben habe? Ja. Kelly, ich wünschte, dass... Was? Dass alles anders wäre. Das wünschte ich auch. Tja, es ist leider Gottes nur ein Wunsch. Also folge ich Dr. Nicholas Rat und harre der Dinge, die da kommen werden, meine Liebe. Sieht so aus, als hätten wir doch noch für ein Weilchen miteinander zu tun. Na, wenn so ist, Jeffrey, könntest du mir vielleicht helfen? Halt den Nagel und ich hau drauf. Ach, und was ist, wenn du mir auf den Daumen haust? Kommt nicht in Frage. Gib mir den Nagel, ich mach nein, das für dich. Ich mach das. Gib schon her, du, ich mach es. Oh, so ein Mist, das gibt's doch nicht. Tut das weh? Tut weh, nicht wahr? Ah ja, ich hoffe nicht, dass es passiert. Doch falls nochmal eine Frau vergewaltigt wird mit denselben Hinweisen auf den Täter, tja, dann... Tja, das wäre besser für Brick. Daraufhin könnte er freigesprochen werden. Es würde ihn zumindest vor Gericht entlassen. Ja. Ich hasse es daran zu denken, dass der arme Brick nur eine Minute länger im Gefängnis sitzen muss als notwendig. Da wäre noch ein Grund, den Prozess wie geplant stattfinden zu lassen. Je eher er vorbei ist, desto schneller können Haley und Victoria die Sache vergessen. Ja? Hallo. Komme ich vielleicht ungelegen, Mace? Nein, ich habe nur nicht mit dir gerechnet. Das ist alles. Setz dich doch. Na, hallo, Victoria. Hallo. Es sieht hier so aus, als hättet ihr viel geschafft. Habt ihr schwer gearbeitet? Ja, Mason ist wirklich ein Engel, dass er mir mit dem Fall hier geholfen hat. Ja, das stimmt. Mason ist ein Engel. Sag mal, was führt dich denn so früh hierher? Ich war gerade bei dem Möbelausverkauf, habe dort einige Sachen gesehen, die ich gern anzahlen wollte. Und da dachte ich mir, vielleicht willst du eine Pause machen. Wir könnten was essen gehen und alles besprechen. Tja, das würde ich ja sehr gern, aber wie du siehst, haben wir gerade gegessen.
und die Pause hinter uns. Und wir kommen mit der Arbeit gerade gut voran. Wir sitzen sozusagen in den Startlöchern. Ich verstehe. Dann verzeih mir, dass ich so hereingeplatzt bin. Ich dachte, wir hätten heute früh alles besprochen. Ja, das haben wir. Aber da ich gerade in der Nähe war, dachte ich, ich schau mal rein, aber es wird nicht wieder vorkommen. Normalerweise bist du auch willkommen. Oh, du brauchst dich nicht zu entschuldigen, Mason. Ach, meinst du, dass ihr heute Abend auch noch arbeitet oder bleibt es bei unserer Verabredung? Ach, natürlich. Im Le Valois um 7. Gut. Na dann noch frohes Schaffen. Auf Wiedersehen. Und was die Fertigstellung, naja, unserer Werbekampagne angeht, inklusive der Wahl des Designs, der Ausrichtung des KZZP, ich meine selbstverständlich KZP. Was, wie wir wissen, Kaufzielpunkt bedeutet, so finden wir diese Daten auf unseren Tabellen, die ja, wie ich hoffe, bekannt sind. Entschuldigung. Also wenn wir vorsichtig alle Daten koordinieren, auch hinsichtlich der kritischen Punkte, könnte ich mir vorstellen, dass wir unseren Gewinn, mal grob gerechnet, um rund 50% erhöhen können. Jeffrey, darf ich Sie unterbrechen? Ja, natürlich, bitte sehr. Ich bin wirklich außerordentlich beeindruckt, wie genau Sie die Prinzipien der Marktforschung beherrschen. Ja, wirklich, und das nach so kurzer Zeit. Oh, danke, danke sehr. Aber ab jetzt, Jeffrey, bin ich an Ihrer Kreativität interessiert. An Ihrer ungezügelten Vorstellungskraft. Haben Sie vielleicht schon in Ihrer Fantasie die Frau gesehen, die wir ansprechen wollen, die wir erreichen wollen? Stellen Sie sich mal vor, das habe ich sogar. Also, unsere Zielkonsumentin hat Lippen wie eine Sonate. Augen wie eine Kadenz und die Haut eine Rhapsodie. Hervorragend. Bloß leider ein wenig zu abstrakt. Wie steht's mit Ihnen, Kelly? Hatten Sie irgendwelche Inspirationen? In der Tat, die hatte ich. Das Schlüsselwort ist das Wort, das Sie vorhin nannten, Fantasie. Ich würde sagen, wir sollten das Fantasieleben der Frauen anregen, und zwar mit starken, provokativen Bildern. Sie soll sich schließlich identifizieren. Reden Sie weiter. Gut. Wissen Sie, eine Frau muss wählen können, was sie gerne sein möchte. Ich denke mir, dass Sie schon öfter im Kino waren. So, jetzt sehen Sie die... die Verträumte. Und jetzt sehen Sie die Verführerische. So, und zu guter Letzt sehen Sie... Jetzt bin ich aber gespannt. Die Verruchte. Das ist brillant, Kelly. Ich sage Ihnen, das wird überhaupt die Kampagne. Hören Sie, ich möchte, dass Sie das Konzept entwickeln. Und Jeffrey, Sie helfen ihr dabei. Kelly, meinen Sie, Sie können diese Aufgabe bewältigen? Also, ich werde mein Bestes tun. Nicht zu glauben. Hallo. Hallo. Ich mache gerade eine Liste der Sachen, die wir noch erledigen müssen, bevor wir fahren. Und ein Flugzeug habe ich auch schon geschartert. Hast du die Reservierungen erledigt? Ja, natürlich, das habe ich gemacht. Aber dann bekam ich einen Anruf vom Gouverneursbüro. Ich habe Anweisungen bekommen, in einer Polizeieskorte teilzunehmen. Ich soll jemanden nach Capo San Lucas begleiten. Wieso denn? Dort ist eine internationale Konferenz über Immigrationsprobleme. Und dauert diese Konferenz lange? Ach, nur ein paar Tage, nur... Das Schlimme ist, dass es schon übermorgen losgeht. Ich habe versucht, das abzuwimmeln, aber Sie brauchen unbedingt spanisch sprechende Polizisten. Es musste etwas dazwischen kommen. Können wir das nicht alles ein paar Tage verschieben? Nein, Gus, das will ich nicht. Ich lasse mir was einfallen, wie wir beide Sachen miteinander verbinden. Wie willst du das machen? Ich fliege allein nach Utah und kaufe schon die Vorräte ein. Alles, was wir für 2 Wochen brauchen. Dann fliege ich nach Salt Lake City und wir heiraten. Was sagst du dazu, Gus? So wären doch alle Probleme aus der Welt. Du willst allein nach Utah fliegen? Wäre es nicht besser, du wartest und wir fliegen gemeinsam dorthin? Nein. Gus, lass es uns so machen. Bitte ändere nichts mehr daran.
Weißt du, ich muss daran glauben können, dass wir in unsere Hütte kommen. Und ich will nicht, dass etwas schief geht. Ach, hallo. So trifft man sich wieder, hm? Sagen Sie, waren Sie hier in der Therapie? Ich glaube, ich bin ein bisschen früh dran. Es ist noch zu. Tja, das ist heute mein erstes Mal. Waren Sie schon öfter hier? Ja. Darf ich mich vorstellen, Ted Capwell? Lucy Pickett. Hallo Lucy, nett Sie kennenzulernen. Und wie ist Ihre Gruppe so? Ganz gut. Ach ja? Das hört sich aber nicht sehr begeistert an. Es ist ja auch nicht leicht, vor fremden Menschen frei zu reden. Ja, das kann ich verstehen. Naja, ich dachte mir, es ist vielleicht einfacher, wenn alle in etwa das gleiche Problem haben. Ja, teilweise ist das so. Ich verstehe nicht ganz, was Sie damit meinen. Naja, mit mir ist das ein bisschen anders. Es tut mir leid, ich wollte Ihnen nicht so nahe treten. Ich werde Ihnen sagen, Sie werden es sowieso herausfinden, wenn es nachher in der Gruppe angesprochen wird. Ich bin vergewaltigt worden, so wie alle anderen hier. Nur habe ich danach versucht, mich zu töten. Schläfst du? Nein, ich habe nur eine kurze Pause gemacht. Das sieht so aus, als wärst du für Sisyphos eingesprungen. Nein, so viel ich weiß, hat der Gute noch seinen Job. Als ich vorhin gegangen bin, sagtest du doch, du hättest nur noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen. Ja, und die sind auch erledigt. Gut, dann geh jetzt und ruh dich ein bisschen aus. Ja. Na komm schon, komm, wir gehen zusammen raus. Ja, in den Sonnenuntergang. Streichen Sie das. Vielen Dank, aber ich glaube, ich werde hier vielleicht doch noch für ein Weilchen sitzen bleiben. Und wieso? Hier, dieser Berg ist von den Kleinigkeiten übrig. Staat Kalifornien gegen Thomas Bowles. Bradley Robinson gegen die Wholesome Donut. Kampagne von Santa Barbara. Was ist denn das? Das wurde mir überreicht. Mit freundlichen Grüßen von unserem hochverehrten Seniorpartner. Na, ist doch gut. Das kannst du alles morgen früh in Angriff nehmen, nachdem du dich über Nacht ausgeruht hast. Dann hast du auch viel mehr Kraft. Ja, aber erstmal werde ich meine Kraft aus einer Tasse Kaffee schöpfen müssen. Ich muss die Papiere durchsehen, ich muss einen Kommentar dazu anfertigen und ihn morgen früh noch vor der Konferenz dem Chef vorlegen. Julia, das sind noch mindestens 6 Stunden Arbeit. Du kannst einem richtig Mut machen. Warum hast du nicht Nein gesagt? Das konnte ich nicht machen. Warum, das verstehe ich nicht. Du bist doch sonst nicht auf den Mund gefallen. Erstens zählt Fleiß zu meinen Charaktereigenschaften und zweitens bin ich das meinem Job schuldig. Was soll denn das, Julia? Seit wann hast fleißig sein denn sich zu Tode zu schuften? Ich glaube nicht, dass mich etwas Arbeit gleich umbringt. Ach, und an das Kind, das du bald bekommen wirst, denkst du wohl dabei gar nicht. Hör auf, mir irgendwelche Schuldgefühle einzureden. Ich will doch nur, dass du dich verantwortungsvoll verhältst. Genau so verhalte ich mich doch, Mason. Als ein neues Mitglied dieser Firma und als Frau, die in ein paar Monaten ihren Schwangerschaftsurlaub nehmen wird, finde ich es nicht angebracht, die Aufträge meinem Chef zurückzugeben und ihm zu sagen, dass ich es leider nicht schaffe. Es tut mir leid. Ich weiß, dass du dir Sorgen machst. Ehrlich, Mason. Und das weiß ich zu schätzen. Ja, wirklich, auch wenn du mir nicht glaubst. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich passe schon auf mich auf. Ich nehme Vitamine, Mineralstoffe. Ich mache jeden Morgen meine Gymnastik und ich gehe regelmäßig zur Vorsorge. Na schön. Dann fangen wir gleich mal mit der Donut-Akte an. Was hast du denn vor? Ich will ein paar Pluspunkte sammeln. Ach, Mason, also ich finde, du hast Pluspunkte genug. Veranstalte doch kein Drama, nur weil ich ein paar Überstunden mache. Ich veranstalte kein Drama, ich sehe mir nur die Akte Donut an. Mason. Julia, ich tue immer nur das, was ich auch tun will. So gut müsstest du mich langsam kennen. Ich will aber nicht verantwortlich sein für deine Überstunden. Aber das mache ich doch gern für dich. Ich würde mich elend fühlen, dich hier mit der ganzen Arbeit allein zu lassen. Naja, aber du bist doch nicht für mich verantwortlich. Du wirst woanders gebraucht. Das steht auf einem ganz anderen Blatt. Julia, es geht darum, heute noch mit der Arbeit fertig zu werden. Und nicht um eine lebenslange Verpflichtung, können wir uns darauf einigen. Ich danke dir.
Was ist los? Ich dachte, Sie würden mit uns ins Café kommen. Ich hab's mir anders überlegt. Es tut mir leid, dass Sie nochmal herkommen mussten. Das macht doch nichts. Es ist ja gleich um die Ecke. Ist alles okay? Sicher. Für Ihre erste Sitzung waren Sie wirklich gut. Ach ja, finden Sie? Vielen Dank. Naja, es ist trotz der vielen Leute besser gegangen, als ich vermutet hatte. Wahrscheinlich Ihretwegen. Wieso denn? Ja, weil Sie geredet haben wie ein Buch. Wissen Sie, ich dachte, Sie hätten das für mich getan, damit ich mich wohler fühle. Oh, das freut mich. Also, kommen Sie nur mit ins Café oder nicht? Nein, das geht nicht. Ich kann im Moment nicht unter Menschen sein. Naja, aber mit diesen Menschen waren wir doch 2 Stunden lang zusammen. Aber Sie sind ganz anders, wenn Sie diese Räume verlassen. Ach, das ist doch Unsinn. Diese Leute können Sie gut leiden. Ich weiß es, die mögen Sie. Ich weiß das, ja, ich weiß. Ich weiß auch, was Sie wirklich über mich denken und das reicht mir. So, und was denken Sie über Sie? Wissen Sie, hier drin hat man für alles Verständnis. Aber da draußen, da verkehrt sich alles. Die Menschen sind einfach anders. Sie verzeihen einem nicht mehr. Naja, aber wofür muss Ihnen verziehen werden? Wofür? Für das, was passiert ist. Was konnten Sie schon tun? Sie dachten, der Mann würde Sie töten. Ich hätte weglaufen können, wenn ich nicht so feige gewesen wäre. Wenn Sie das versucht hätten, wären Sie jetzt vielleicht tot. Das wäre vielleicht auch besser so. Also, das glaube ich einfach nicht. Also, was gibt's doch nicht. Lucy, ich habe Sie doch da drinnen gesehen. Ich meine, Sie haben den anderen Hilfe angeboten. Sie waren aber auch bereit, sich helfen zu lassen. Und deshalb weiß ich, Sie wollen leben. Nein, ich bin selbst an allem schuld. Wie können Sie so etwas sagen? Warum geben Sie nicht dem Mann die Schuld, der Ihnen das angetan hat? Es tut mir leid, Ted. Sie sind ein wunderbarer Mensch, aber ich will Sie nicht mit meinen Problemen belasten. Dieser Mann hat irgendetwas in mir zerstört und ich kann nicht mehr zurück. Und jetzt komme ich mir vor, als würde ich nur noch einen Menschen auf die Nerven gehen. Wie lange ist das her, seit das passiert ist? Ein Jahr. Der Fall des Staates Kalifornien gegen Thomas Bowles ist, trotz ähnlicher Fakten, nicht mit dem Fall von John Barr zu vergleichen. In diesem Fall fiel die Entscheidung wie folgt aus. Ich will mit dem Ball spielen. Tom Bowles, ja, und ich bin schon 2 Fälle weiter, Julia. Sag mal, hast du die ganze Zeit geträumt? Entschuldige. Vielleicht sollten wir doch mal eine Pause einlegen, was meinst du? Nein, ist schon okay. Na ja, weißt du, ich dachte einen Moment lang, es hätte sich vielleicht schon bewegt. Wirklich? Zum ersten Mal? Es ist noch viel zu früh dafür, es war wohl nur mein knurrender Magen. Das hat mich dazu verführt, von meinem Baby zu träumen. Na gut, unserem Baby. Ist es ein Mädchen oder ein Junge in deinen Träumen? Sag's mir. Manchmal ist es ein Mädchen, manchmal ein Junge. Diesmal war es aber ein Junge. Ich frag mich, ob sie stimmen, diese alten Weisheiten. Welche denn? Die behaupten, dass die Gedanken der Mutter Einfluss haben auf das Kind. Willst du damit etwa sagen, wir wären in der Lage, das Wesen des Kindes zu beeinflussen? Wir sind doch beide in Rechtsberufen tätig. Was würdest du sagen, wenn er Richter werden Mindestens würde? Mindestens Bezirksstaatsanwalt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass unser Richter und ich ganz schön hungrig sind. So, ich habe auch Hunger. Lass uns eine kleine Pause machen. Völlig vergessen, dass Victoria... Ich habe gar nicht gemerkt, wie spät es ist. Oh, ich auch nicht, es tut mir leid. Aber du isst doch noch was, oder? Ein Anruf genügt und der Lieferservice kommt. Hör zu, ich komme nach dem Essen wieder, ja? Nein, nein, Mason. Das Gröbste haben wir geschafft und den Rest, den schaffe ich ganz bestimmt allein. Komm ja nicht zurück, Mason, wirklich, du hast genug getan. Ich überleg's mir. Einen schönen Abend. Meinst du nicht, das sind ein bisschen viel Sachen? Ich bin nur gern auf alles vorbereitet. Was ist, wenn ein Kellner dir Suppe aufs Hemd schüttet? Ach ja, beinahe hätte ich die tollpatschigen Kellner vergessen.
Weißt du was, Cruz? Ich werde dir für Jutta nur einmal Socken und Unterwäsche einpacken. Ach, und wie soll ich mich dort warm halten? Mein Lieber, ich werde dich dort warm halten. Und zwar so, dass du auf jedes andere Feuer leicht verzichten kannst. Wenn du sowas sagst, fange ich jetzt schon an zu kochen. Tatsächlich? Das weißt du genau. Tja, ich habe nachgedacht, Liebling, da ich ja jetzt dein Herr und Gebieter sein werde... Du meinst wohl mein geliebter Gatte und Lebensgefährte. Was immer. Also, ich bin nach wie vor der Meinung, du solltest meiner Bitte nachkommen und warten, bis ich wieder da bin. Ich will nicht, dass du allein in den Bergen herumläufst. Was ist, wenn dir ein Bär über den Weg... Vielleicht mag er mich. Das macht mir ja Sorgen. Wenn ich hier warten muss, werde ich verrückt und das weißt du. Außerdem macht es mir Freude, alles für uns vorzubereiten. Und ich weiß genau, was ich für die Hütte besorgen muss. Es macht mir wirklich Spaß, das alles für uns zu organisieren. Bitte, Cruz, es ist mir wichtig. Sag ja. Wie könnte ich denn nein sagen? Dann bist du einverstanden. Okay. Eden, jetzt rate mal, was mein größter Wunsch wäre. Sag ihn mir und ich werde ihn dir erfüllen, schon bald. Naja, ich muss dabei sein, Schatz. Ich weiß. Du wünschst dir ein Baby, nicht wahr? Das ist auch mein Traum. Wir müssen es versuchen. Ja. Und wir werden bald damit anfangen. Sobald wir können. Oh, du bist ja hier. Was dachtest du, wo ich bin? Ich dachte, du würdest wie verabredet im Restaurant auf mich warten. Ich bin dort um 7:45 gegangen. Oh, dann müssen wir uns ja ganz knapp verpasst haben. Entschuldige, aber ich musste länger arbeiten. Wieso hast du nicht angerufen? Es gab eine Menge zu tun und ich hatte nicht auf die Uhr gesehen. Und dann war es zu spät. Ja, das kenne ich. Wenn man arbeitet, vergeht die Zeit wie im Flug. So würde ich das nicht unbedingt sagen. Hattest du etwa keinen Spaß mit Julia? Wieso hast du mich nicht vom Restaurant aus angerufen? Ich wollte dich nicht belästigen. Ich bin dir heute schon mal auf die Nerven gegangen. Also schön, Victoria. Was ist los? Gar nichts. Was soll los sein? Ich sitze hier und lese, weil mein lieber Mann mich versetzt hat. Hast du schon gegessen? Ich meine, wir könnten doch noch losgehen. Ich habe mir vorhin ein Sandwich gemacht. Ich mache das wieder gut. Ich verspreche es dir. Ich hatte mich so auf das Essen gefreut und nun ist mir der ganze Abend verdorben. Das war nicht meine Absicht. Ich schulde dir ein Abendessen. Du schuldest mir gar nichts. Na schön, erzähl mir von den Sachen, die du in dem Babyladen gesehen hast. Oh Mist, versuch nicht abzulenken. Ich mag vielleicht nichts von schriftlichen Aussagen und Jura verstehen, aber ich bin absolut fähig, eine intelligente Unterhaltung zu führen. Wenn du dich mal von deiner Familie und von deinen Kanzleipartnern losreißen könntest, würde dir auffallen, dass wir sehr viel gemeinsam haben. Ich glaube fast, du bist eifersüchtig. Ja, ich bin eifersüchtig. Wärst du das etwa nicht? Jeffrey, was machst du da? Wieso spionierst du mir nach? Ich habe nicht spioniert. Ich habe gebetet. Ja, natürlich hast du gebetet, dass ich als Erste gehe, oder was? Ja, genau. Woher wusstest du das? Weibliche Intuition, nehme ich an. Nun, Jeffrey, hattest du geplant, über Nacht zu bleiben? Vielleicht. Und du? Das ist kein Ratequiz, Jeffrey. Ich dachte, es ist ein Quiz. Ich sage es Ihnen nochmal, nach Ihrer Nase werde ich diesmal nicht tanzen müssen. Oh, doch, das wirst du. Es geht immer nach meiner Nase. Ich bin ein verwirrtes, reiches Mädchen. Ja, richtig. Das ist wirklich eine treffende Beschreibung. So ist es. Und hier ist es doch auch immer nach meiner Nase gegangen, nicht? Aha, das macht dich fertig, was? Dass du mich nicht durch die Zirkusreifen springen lassen kannst, hm? Ich sage dir, du wirst mich auch durch diesen nicht springen lassen. Ich lasse mich zu gar nicht zwingen. Jeffrey, mein Vater wird diese Firma übernehmen. Aber was bedeutet das? Wenn es offiziell ist, sagst du ihm ganz einfach, er soll mich feuern. Nein, damit habe ich nichts zu tun. Aber eins sage ich dir, ein anderer hätte die Manieren gehabt, zu kündigen. Ja, und hier sitze ich, ohne Manieren und ohne Angst. So ist es doch. Unfrech dazu. Es tut mir leid. Wir arbeiten zusammen. Und das ist ein Fakt. Eden!
Eden? Eden! Eden! Ja, ich bin hier. Was ist denn los? Ich hatte gerade einen Albtraum. Erzähl ihn mir. Ich möchte nicht darüber reden. Aber ich will nicht, dass du allein in die Berge gehst. Oh, Schatz, ich weiß, wie schrecklich es ist, aus einem Albtraum aufzuwachen. Aber es wird alles gut werden. Glaub mir, trotz des Albtraumes wird alles gut. Ja.